Seit nunmehr ein paar Jahren kaufe ich meine Kleidungsstücke secondhand und wenn es mal neu sein soll, versuche ich es nachhaltig zu kaufen. Wie mir das gelingt, möchte ich euch in diesem Format zeigen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und im nachhaltigen Kleiderschrank möchte ich dir, genau dir, zeigen, dass man sich durchweg mit dem Kleidungskauf nachhaltig verhalten kann. Es wird nicht mehr nachhaltig, wenn man denkt, man könnte ständig neue Klamotten kaufen, die alten Secondhand-mäßig verkauft und sich ständig neue Ware kauft. Na, also wirklich den Kleidungskauf immer gut durchdenken und ich mache so, das allermeiste ist bei mir Secondhand und so ein ganz kleiner Teil ist bei mir eben nachhaltig, kaufe ich mir nachhaltig ein. Manchmal kommt es vor, dass man was auf dem herkömmlichen Markt kauft, aber das ist eher selten bei mir. Ich würde es einfach sagen, wir fangen an mit Outfit Nummer 1, weil ich habe euch wieder so ein, sind glaube ich 8 Outfits, habe ich euch wieder aufgenommen. Erstes Oberteil ist das Coke-Oberteil, was ich echt gerne mag, was aber nicht ganz so, wie sagt man, ganz so praktisch ist. Vorne Bluse, hinten Pulli, aber ich liebe es total und jetzt, wo ich abgenommen habe, passt die ganze Sache ein bisschen besser. Ich habe 3 neue Hosen, brauchte ich, weil die alten passen nicht mehr. Ich habe ein bisschen rausgewachsen, ich habe jetzt 6 Kilo abgenommen und eine der Hosen ist eine G-Star-Hose, unten sitzt sie leider nicht mehr so gut. Die Hose hat nämlich das Problem gehabt, dass sie einen Schlag hatte. Und ich muss sehr viel Hose immer abschneiden bei den Gebrauchten. Und so ein Schlag, der wird nach unten hin natürlich immer mehr. Und da konnte ich meine Originalnaht nicht mehr richtig hinnähen. Hab's dann trotzdem gemacht. Sie sitzt, wie schon erwähnt, nicht mehr ganz so toll jetzt unten. Ist aber egal. Oben sitzt sie ideal und perfekt. Und vor allem ist nicht so viel Elastan drin. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass mir so eine Hose passt. 6 Kilo weniger, merkt man halt nochmal. Meine schwarzen Stiefelchen trage ich da dazu. Ich habe mir 2 Paar bei Momox Fashion gekauft. Und eins davon, da weiß ich halt die Marke nicht. Ich nenne sie mal schwarze Stiefelchen. Dazu trage ich meine Bernsteinkette, die ich von meinem Vater dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Wir haben eigentlich abgemacht, wir kaufen uns nichts. Aber er konnte es nicht lassen. Ich habe jetzt eine Bernsteinkette, ist aber echt schön und trage ich echt auch gerne. Und das war's. Nein, der Bernsteinring noch, ne? Den habe ich auch noch von meinem Vater gekriegt, ist auch schon eine Ecke her. Und der hat eine Zeit lang nicht gepasst. Jetzt passt er und jetzt trage ich ihn auch ganz gerne. Nächstes Outfit, grauer Pulli Trockenblumen. Der gibt jetzt langsam auf. Also, der ist schon recht ausgeleiert. Den habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Jetzt ist er tatsächlich wirklich so am Abnippeln, so dezent. Aber ich trage ihn trotzdem immer noch gerne. Aber so das Material gibt halt jetzt schon langsam mal auf. Dazu trage ich meine Tigeraugenkette. Die habe ich mir mal auf dem Kulturufer gekauft. War eine Zeit lang bei mir so, dass ich mir entweder immer in dem einen Jahr einen Ring gekauft habe oder einen Anhänger gekauft habe auf dem Kulturufer, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Denn stattgefunden hat es ja auch nicht wegen der Pandemie. Dazu trage ich meine neue Mavi Jeans und die passt mir schon nicht mehr richtig. Tja, ne, also ich bin ja noch weiter am Abnehmen, aber sie saß mal perfekt, denn sie ging tatsächlich über den Bauch drüber. Sie ging über den Bauch drüber. Das war das Tolle an der Sache, denn eine Zeit lang war die Mode so, entweder hast du so richtig hohe Hosen gekriegt, was für meine Größe nicht ideal ist, weil da klemmst du dir gleich immer alles ein. Weil bei mir geht sie halt dann doch ein Stückchen weit höher, weil mein Oberkörper nicht so lang ist. Und jetzt haben wirklich die Hosen ideale Höhe, wenn sie ein bisschen höher gehen. Und das mag ich gerne. Also sie sitzt, sie saß gut jetzt. Nicht mehr so richtig gut, aber ist in Ordnung, damit habe ich gerechnet. Und dazu trage ich meine Fenty Pumas. Ich habe mir Fenty Pumas gekauft. Meine grünen, die ich hatte, die haben aufgegeben, die habe ich weggeschmissen. Die haben unten an der Sohle ein Loch gehabt, die waren an der Seite kaputt, die waren sowas von im Arsch, die habe ich sowas von kaputt getragen.
Also durften neue her und das waren die Fenty-Teile. Ich wusste nicht, dass die von Fenty sind. Die habe ich mir bestellt gehabt. Bin dann ganz froh, weil sie sitzen echt super gut und ich liebe die so wie die grünen auch. Das nächste Outfit mit dem nächsten Oberteil, das ist so für mich so der Inbegriff von diese Marke hätte ich nie mehr im Arsch angeguckt. Die Marke ist Streetborn. Ich würde nie in so einen Laden reingehen, das ist mir einfach zu langweilig. Aber das habe ich halt auch gebraucht geschossen für wenig Geld. Das habe ich jetzt schon ziemlich lange und es hat schon das ein oder andere Loch. Wie schon erwähnt, meine Klamotten gehen von mir und dann sind sie halt wirklich kaputt. Also ich schmeiß halt Klamotten zum Teil jetzt echt weg, weil sie halt echt im Arsch sind. Mit T-Shirts mache ich es meistens so, dass das halt noch Lappen werden. Aber so Oberteile sind halt meistens, da ist meistens Kunstfaser drin, das kannst du nicht als Lappen verwenden. Und noch ist es keiner. Noch ist es keiner, noch trage ich es echt gerne. Und dazu trage ich auch die Mavi Jeans. Ich mag die total gerne. Noch passt sie. Dann dazu trage ich meine Lieblingsschuhe im Moment. Das sind die schwarzen Chelsea Boots von Rika. Hätte ich nicht gedacht, dass die sich zu Lieblingsschuhen von mir mausern, weil sie am Anfang echt zu eng waren. Ich sie für zu länglich empfunden habe. Ich hatte schon mal so Schuhe, die waren schön rund vorne. Das mag ich mehr. Ich bin ja so ein Chelsea Boots Fan. Ich liebe das total. Und dazu trage ich den Anhänger hier, den ich heute anhabe. Da ist so ein Wirbel drauf. Und den habe ich mir auch mal beim Kulturufer gekauft. Mit dem Oberteil, was ich jetzt anhabe, habe ich einen Griff ins Klo gemacht, weil ich so ockerfarbene Sachen, die kann ich von meinem Hautton her nicht wirklich tragen. Also es ist nicht ideal für mich. Es ist noch okay, aber ich merke auch, wenn ich das Oberteil anhabe, fühle mich nicht so hundertprozentig wohl damit. Aber okay, das kann auch mal passieren. Das ist ein Oberteil von Gap, was glaube ich. Hätte ich mir so auch nie gekauft. Dazu trage ich auch wieder meine Mavi Jeans, die einige Male zum Einsatz gekommen ist. Meine weißen Fenty Pumas. Und nochmals den weißen Anhänger hier. Hat halt ganz gut zum allgemeinen Outfit gepasst. Im nächsten Outfit trage ich zufällig den Hoodie hier. Und das ist ein Linkshänder-Hoodie. Wusste ich eine ganze Zeit lang nicht. Ich habe mich ganz am Anfang gewundert. Wieso geht der Reißverschluss andersrum auf und zu? Ich war total verwirrt, aber es geht auch, ist kein Problem. Und der ist unten ein bisschen enger gewesen. Jetzt passt er. Ich will den ständig mit meiner Abnahme angeben. Das ist gar nicht so mein Stil. Darunter trage ich ein lila-grau gestreiftes Shirt. Das habe ich mir noch so bei H&M gekauft. Das ist irgendwie unkaputtbar. Ich weiß nicht, also so oft wie ich das trage. Und solange wie ich das schon habe für ein H&M-Oberteil, ist das echt eine gute Sache. Also dazu trage ich eine Korthose. Diese Korthose habe ich vom Flohmarkt. Da gab es noch eine goldene dazu. Die war von der Farbe her nicht meins. Da habe ich irgendwie auch nicht so getragen. Die braune trage ich dann doch ganz gerne, obwohl sie jetzt langsam auch zu groß ist. Ich will es nicht immer sagen, oh Mann. Aber noch sitzt sie einigermaßen okay. Die ist halt unten extrem weit, lustigerweise. Es ist eine Männerhose und oben ist sie total schmal. Und dazu trage ich auch wieder die Fenty Pumas. Und der Anhänger dieses Mal, den ich trage, ist ein Türkis, denn sowas gibt es bei mir natürlich auch. Den Michalski-Pulli, den kennt ihr, ne? Also Michalski-Pulli auf dem Flohmarkt gefunden. Den liebe ich. Der ist halt megamäßig bequem. Ist ursprünglich, glaube ich, mal Yoga-Loungewear gewesen oder so. Und der kommt halt echt super häufig bei mir zum Einsatz. Dazu eine Leggings. Meine ist von Tok Tok. Würde aber gerne mal eine von der Melli ausprobieren. Ich glaube, das wird so mein Kauf im Jahr 2022 vielleicht so zum Geburtstag mal bei Melli einkaufen. Bei Otherwise. Dann dazu, zu diesem Outfit, trage ich dann nochmals meine Rika Chelsea Boots. Das muss ich deswegen dazu immer sagen, weil ich nochmal eben diese schwarzen Stiefelchen habe. Ich habe insgesamt vier schwarze Stiefel. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ja, vier schwarze Stiefel und geht das so ein bisschen anders, ne? Auf jeden Fall.
Im nächsten Outfit trage ich meinen Monkey-Hoodie, der mit diesem Blumenmuster. Das sieht man echt selten, dass es so in die Richtung geht. Gerade bei Hoodies, die ja immer recht sportlich daherkommen und so, fand ich das ganz interessant. Einzige, was schade ist, er lässt Farbe. Also er ist nicht mehr schwarz. Das ist halt das Einzige, was ich schade finde. Aber nun gut. Dazu trage ich auch wieder diese Kette mit dem weißen Anhänger. Und meine Cecile Jeans. Leider in einer leider zu großen Größe. 33 passt mir jetzt halt einfach nicht mehr so richtig. Bin mal gespannt, wie lange ich die noch tragen kann, weil die liebe ich total von der Waschung. Das war so, die habe ich gesehen und das war halt einfach meine. Und die musste ich unbedingt haben und jetzt passt sie nicht mehr richtig. Naja, egal. Und auch dazu trage ich wieder meine Rigor-Stiefelchen, die echt häufig in dem Lookbook verwendet wurden. Nee, getragen, nicht verwendet. Letztes Outfit und wir sind im Endeffekt heute angekommen. Ich trage halt noch den lila Hoodie drüber, weil es mir ein bisschen kalt ist. Und zwar trage ich heute das schwarz-weiß gestreifte Langarm-Shirt. Nicht ganz lang, es ist 3/4 von Sarah. Auch nachhaltig gekauft, natürlich auch Secondhand. Dazu eine Esprit Jeans in Grau. Das ist meine erste graue Jeans, die ist aber ganz schmal geschnitten. Passt auch nicht mehr richtig. Aber ist egal, ist egal. Zu meinen ganzen Outfits habe ich jetzt auch immer, wenn ich eine Jeans getragen habe, einen neuen Gürtel dran gehabt. Der ist auch von Esprit, der ist rot. Und den brauche ich halt. Also Jeans passen mir nie hundertprozentig oben rum. Ist immer so. Also brauche ich echt einen Gürtel, weil sonst rutschen die mir sofort runter. Und das passt halt nicht richtig. Naja. Und dazu trage ich auch wieder meine Rika-Stiefelchen, die halt tatsächlich meine Lieblingsschuhe im Moment sind. Hätte ich nicht gedacht, als ich die geholt habe. Ehrlich nicht. Weil die Schuhe habe ich kritisch gesehen, aber jetzt mag ich sie echt gern. Als nächstes würde ich euch mal meine ganzen Schuhe für Herbst und Winter mal zeigen, um einfach auch mal so Updates zu zeigen, was wurde weggeschmissen, was ist Neues dazugekommen. Und auch das würde ich so klamottentechnisch einfach hier ein bisschen mehr thematisieren auf dem Kanal. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du weißt, wie du mich unterstützen kannst, indem du unten einen Daumen nach oben gibst und wir uns in den Kommentaren treffen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.